Dennis. Ah, das ist wieder fürs Vlog, gell? Geschafft? Ja, hab's überlebt. Sehr gut. Wir fahren jetzt ins Gym, dann fahren wir auf die Wettkampffläche. Nein, kann nicht, Dennis. Kann nicht sein. So hoch, doch. So hoch. Kann nicht sein. 5, 6 Zentimeter, näher wir nach unten, nicht. Grüß Gott, Dennis. Geht schon los? Geht los. Okay. Ja, dann sage ich willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportanleitung. Machst gerade die Tür zu. Herzlich willkommen zum Vlog, zum verrücktesten Wochenende. Vielleicht schon mal Trigger Warning hier. Ein paar cholerische Ausbrüche kann es von mir geben, Justin. Ne? Ich glaube auch. Natürlich halte ich mich mit den Kraftausdrücken zurück. Wir sitzen hier in einem Mietbus. Den haben wir jetzt geholt. Wir werden jetzt, ich versuche das jetzt mal chronologisch zu ordnen, wir werden jetzt zu Mercedes Wackenhut fahren, ein Auto designen, das wird foliert, das wird dann ein separates YouTube-Video, aber ihr werdet jetzt in diesem Vlog das mit begleiten. Wir haben heute Donnerstag, wir werden heute die Arena in Steinmauern aufbauen für den 18.06. für den Sonntag, weil wir morgen, übermorgen nicht auf dieses Gelände kommen, weil da schon Fressbuden stehen. Das heißt, wir bauen das jetzt auf, danach laden wir den Bus für einen anderen Wettkampf. Dann fährst Justin mit nach Wenden hoch zum Manni auf dem Bolzplatz. Dann werden wir den Bus ausladen, wir werden Whiskyfässer dabei haben, Kurzhanteln dabei haben, einen Haufen Banner dabei haben. Das zeige ich euch alles später, wenn wir im Gym sind. Wir haben jetzt einiges gebaut wieder, einen Rambock, einen Finkelfinger, die Fässer haben wir umgebaut, weil die sonst brechen, wenn man Kugeln drauf lädt und alles mögliche Zeug, ne? Und da möchte ich jetzt erstmal kurz, um da reinzugrätschen, vielen, vielen Dank an euch für den Support beim Eisenbär. Dadurch, dass ihr so geil kauft, uns unterstützt, die Produkte kauft, T-Shirts, Supplements. Die Supplements lege ich euch wärmstens ans Herz. Super Qualität, kein Mist, aus Deutschland. Unten findet ihr die Links zur Website, unterstützt uns, damit wir weiterhin so einen verrückten Zirkus machen können. Wir haben jetzt zwei Wettkämpfe an einem Wochenende und von jedem Wettkampf machen wir ein professionelles Wettkampfvideo, das auch auf den Channel kommt. Und deswegen auch, weil ihr uns unterstützt, können wir das alles bieten, alles auf die Beine stellen und dann kann das alles wachsen. Das heißt, wir müssen jetzt, Justin, wir fahren jetzt zu Mercedes, drehen das Video. Danach fahren wir zum Stahlhändler, holen Stahlrohre. Dann sind wir im Gym. Dann gucken wir, wenn wir noch Zeit haben, weil sonst müssen wir gleich den Bus packen und aufs Gelände vorfahren von Steinmauern und die Arena aufstellen. Das ist nicht irgendeine Arena, das ist mit so Gerüstböcken und so. Das ist alles ziemlich verrückt. Und das machen wir jetzt. Klingt nach einem super Plan. Ey, wenn das alles klappt, dann so, also ich fahre jetzt los, ne? Und dann, warte mal, wie geht denn das? D. So. Achtung, ich bewege mich. So. Fahren wir jetzt zu Wackenhut. Wackenhut kennt ihr. Die haben mir vor 2 Jahren ausgeholfen bei der Deutschen Meister. Ne, letztes Jahr. Weil mein Auto in der Werkstatt stand. Die habe ich angerufen und gesagt, ey Leute, ich brauche irgendein Auto. Weil durch die Corona-Zeit dann alles irgendwie die ganzen Autovermieter konnten keine Autos mehr stellen, die hatten nichts mehr. Dann haben die wirklich innerhalb von einem Tag auf den anderen sind die eingesprungen und haben gesagt, hier Dennis, nimm das Auto, fahr hoch. Haben sogar noch einen Eisenbär-Aufkleber drauf gemacht. Junges Team, wer irgendwas autotechnisch Mercedes braucht, geht zu Wackenhut. Kompetent, gut drauf, der piept immer, keine Ahnung warum. Und ja, da ist immer gute Stimmung. Die haben eine eigene Autofoliererei und dort designen wir jetzt ein Auto. Also über Folie, jetzt nicht über Lackierung. Und das wird dann so über mehrere Schritte dann an Tag, also im dritten Video, wird es dann euch präsentiert, was das für ein Auto ist. Wird unterstützend zur Eisenbärflotte dazustoßen. Was gibt es noch zu sagen? Genau, Eisendschungel. Alles wieder am Start. Ein Haufen Trainer und wir bereiten vor, machen und tun. Jetzt haben wir gerade heute, gestern habe ich noch einen Finkelfinger gebaut. Den will ich sogar jetzt am Wochenende, am Sonntag, einfach als 5. Disziplin, als letzte Disziplin mit reinhauen. Das wird auch spannend,
was die Athleten dann sagen, ich hatte keine 2 Jahre Vorbereitungszeit, um mich darauf vorzubereiten. Aber same for everybody. Die Daya. Die Daya ist so meine Kontaktperson bei Wackenhut. Und dann geht es eigentlich in die Foliererei. Ne? Das Intro machen wir dann mit ihr, oder? Immer so. Das ist jetzt so verquer. Wir müssen jetzt 2, 3 Videos planen, was alles so ineinander greift. Das ist wie bei Inception. Ist auch nichts vergessen hier. Das ist wie bei Inception. Das ist ein neuer Film, Justin. Ja. Inception, Leonardo DiCaprio. Schlechter. Oh, merde. Schlechter. Das Faszinierende ist ja, viele Menschen sehen mich ja in einer G-Klasse. Ich sage immer, Dennis. G-Klasse. Jetzt erkläre ich euch das mal, warum das nicht geht. Die G-Klasse hat sehr schmale Türen. Ich glaube, die sitzt nicht offen. Ah, doch. Gehen wir direkt auf die Balken. So. Das Problem einer G-Klasse. Links noch die Klasse. Die ist zwar sehr hoch, aber wenn ich mich jetzt quasi reinsetze, ist diese B-Säule hier das Problem. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier zurücksetze, sitze ich automatisch schief im Sitz, weil diese Säule da ist. Und wenn jetzt die Tür, weil die Türen recht schmal sind, man müsste eine G-Klasse bauen, die im Coupé ist, dass quasi diese B-Säule nicht weg ist. Und das ist das Problem für mich an einer G-Klasse. Natürlich könnte ich jetzt mit dem Sitz weiter vorrutschen, aber dann habe ich das Lenkrad am Bauch. Und deswegen ist eine G-Klasse ein bisschen breiter Baum. Hi Dennis, hi. Ah, das ist wieder fürs Vlog, gell? Hallo, geschafft? Ja, hab's überlebt. Na gut. Gut, wir fahren jetzt ins Gym, dann fahren wir auf die Wettkampffläche von Steinmauern Classics. Im Gym versuchen wir schon mal ein bisschen was in den Mietbus zu laden und dann werden wir peu à peu dort alles aufbauen. Mhm. Tschüss. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß. Wir sehen uns dann beim zweiten Video. Ne, wir sehen uns jetzt am 18. Zum Schweißen. Nee, nein, Wettkampf. Daya kommt auf den Wettkampf, weil sie bringt uns ein Auto von Wackenhut, was wir aufs Car-Deadlift-Gestell draufstellen werden. Und das schweißen wir dann. Und das schweißen wir dann. Oh. Okay, okay. Monsieur, war mir eine Ehre. Mir auch. Und komm, stand vorbei und heb schon einen Stein, gell? Ja, also ich komme auf jeden Fall vorbei. Ob ich den Stein hochbekomme, ist dann die Frage. Das ist keine Frage, das ist ein Muss. Dann ist das ein Muss. Hau rein, gell? Nimm mal einen Kieselstein. Komm, Justin, oder willst du da bleiben? Da bleiben, gell? Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss, gute Zeit, gell? Guck mal, Justin. Jetzt wollte ich so ein Geheimnis um das Auto machen, was wir da uns jetzt zulegen in der Firma. Und dann haben sie es da hergestellt. Das ist schon frech, ne? Wir sind jetzt im Gym angekommen und ich möchte euch mal die Stones zeigen. Das sind die JP 1880 Stones, die wurden extra für uns gemacht. Da wird es in naher Zukunft das JP 1880 Stone Set geben. Das wird über das ganze Jahr überall aufgebaut und wir suchen dann übers Jahr immer einen neuen Rekord bei dem Set. Und wer am Ende des Jahres oben an der Rangliste steht, der bekommt dann von JP eine schöne Überraschung, sagen wir es mal so. Ne? Also wer Kleidung braucht, bis 8XL, Lederjacken, Hosen,
alles, was man braucht, geht er zu JP 880. Sehr gute Firma, solide. Ich war schon oben in Rastede, wo die ihren Sitz haben. Das sind coole Leute, haben eine coole Philosophie. Und da haben wir jetzt die Steine gemacht und die werden dann auf Whiskyfässer geladen. Und die werden auch, jetzt pass auf Justin, jetzt wird's lustig, im Wettkampf, jetzt am Wochenende, fangen wir mit einem 75 Kilo Stone an und der schwerste Stone wird ein 130er sein. Warum so leicht? Weil die müssen erstmal 10 Meter zu den Whiskyfässern laufen. Mhm. Das wird interessant. Aber jetzt gehen wir mal ins Gym. Fettschleife, Marcel. Jetzt erstmal quatschen. So, wenn ihr jetzt hier runter schaut, hier haben wir. Mach deine Arbeit mit deinen Flipflops da. Arbeitsschutz und so, gell? Arbeitsschutz geht jeden an. Oh Mann! Du hättest das filmen müssen. Das war genau ins Gesicht, endlich mal. Endlich mal. Das erste Mal. Also. Wirklich auf Angst. Also, wir haben jetzt hier die Holzfässer von Everman. Die haben wir oben jetzt nochmal mit 42 mm Multiplexplatte verstärkt. Haben wunderschön hier so eine Gummimatte draufgepackt. Außenrum nochmal Seile, dass wenn die Athleten das draufladen, dass das alles sicher und nicht kaputt geht. Und hier ist der Marcel am Werkeln von seiner Wunschgröße. Na? Seinem Finkelfinger. Das haben wir jetzt spontan gesagt, dass wir das jetzt auf den Steinmauern Classics am 18.06. einfach so als fünfte Disziplin machen. Da kommt dann die Welle durch, die Bodenplatte steht hinten und dann müssen die den Finger immer hin und her flippen. Ja, was haben wir noch gebaut, Marcel? Den Rambock? Umgebaut. Umgebaut. Genau. Der Rambock. Die Athleten, also im Team, das wird dann auf der Strongman Villa und im Eisendschungel vorkommen, müssen die Jungs erstmal diese Körbe mit Atlas Stones beladen und dann zu zweit hier, ich laufe gerade mal außen rum, Justin, pass auf. Also der eine steht hier, der andere Athlet steht hier, dann wird es angehoben und dann müssen sie den Rambock schieben. Und rein theoretisch kann dann so ein Finkelfinger auf dem Weg liegen, dass die Bahn versperrt ist, da muss man den Finger halt oder auch weg. Zwei. Oder auch zwei. Dann haben wir hier hinten, könnt ihr sehen, am Boden, das wird der Pole für einen Pole Push. Der wird leer 75 Kilo wiegen, das ist schön. Ich habe gerade eine ganz tolle Überleitung. Erzähl. Der Abfüller hat gerade angerufen. Erzähl. Ich gehe jetzt ins Büro, ich rufe ihn zurück, aber du kannst die Leute mal aufklären, was Neues gibt. Ja, also wir werden einiges neu haben. Wir kriegen neue Whey-Geschmäcker. Wir bekommen jetzt Ashwagandha rein. Wir bekommen Isoclear. Wie sieht es mit dem Isoclear aus? Isoclear bekommen wir, EAA bekommen wir. Ashwagandha. Also wir entwickeln uns weiter. Wir machen da immer mehr und immer mehr. Dass ihr quasi eure komplette Palette bei uns bestellen könnt und uns unterstützen könnt, dass wir halt sowas machen können und es immer bigger machen für den Sport. Sam, jetzt kommt gerade der Sam. Sam, komm mal. Sam ist unser Gerüstbauer. Heute werden wir das Gerüst aufbauen, genau. für die Bebannerung, für den Wettkampf am 18. Und jetzt warten wir noch auf den Ebi, gell? Ja. Ja. Und dann werden wir langsam davor fahren, langsam aufbauen. Dann holen wir das Conan Wheel, bringen wir alles Stück für Stück. Ganz human, soll sich niemand verletzen. Und dann morgen fahren wir dann hoch nach Siegen, kommen wir wieder runter. Ich weiß nicht, was ich mir für. Das wird wieder schlimm. Komm. Stück Kuchen, hä? Ja. Schmeckt? Ja. Gut. Ich muss mich vorbereiten. Beiß mal rein. Herrlich. Justin, jetzt geht's Arena aufbauen. Lady Miss Me. Angekommen, Wettkampfort. Ja, groß, viel Platz. Und hier werden wir
die Arena aufbauen. Hinten ist eine 30 Meter Wand, die 3 Meter hoch ist und voll bebannert ist. Marcel, du hebst und du kippst ein bisschen zu dir. Gerade so. Erklär doch den Leuten, wie das ein bisschen funktioniert. Dass man hier, also wir werden hier eine große Wand bauen, also aus 3 Teilen bestehend. Eine große Wand kommt hier hin, dann werden hier Banner eingehängt, dann werden hier riesige Banner hängen. Dann kommt hier vorne, das sieht man schon so ein bisschen, oder Justin? Ja. Dann kommt hier vorne ein Teil von der Wand hin und hinten geht die Wand weiter, so versetzt, dass die Leute zwischen, also die Athleten dann zwischendrin rauskommen. Mhm. Und hier das Ganze, das wird Wettkampffläche. Da haben wir ja extra die Banner gebaut. Ja, das wird wunderschön. Schauen wir nach einem guten Plan an. Gab's noch nicht in Deutschland, das wird richtig gut. Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. Yeah, I was wrong. I tried to get domesticated, but yesterday I finally couldn't take it, and I was gone. I probably should have told my wife, but the minute I saw the light, I just dug out my boots and threw out the fanny pack, sold the plan and got my old Harley back, cranked up the bike and flew out the coast. Steht da irgendwas? Maximal 2 Kilojuten pro Quadratmeter. Verteilst dich halt gut. Was sind 2 Kilojuten? Kommst du überhaupt durch? 2000 Newton sind 200 Kilo. Ja. Also 200 Kilo pro Quadratmeter ist es schaffen. Verteil dich gut. Straight to the nearest bar. AC/DC on the jukebox, back and back. Fat so drunk, I'm singing like a maniac. Smoke so much, I'm about to have a heart attack. So it's a fact. The rascal is back. Got back. I ain't gonna lie. I dressed up in a suit and tie, pulled out the drive. Also hier haben wir jetzt die neueste Generation vom Blockpress aus unserem Haus mit dem Eisenbergkopf vorne rein gelasert, graviert mit dem Laserschwert. Sollte ein 80er sein, ist ein 90er geworden und der wird jetzt am Sonntag als letztes Implement da liegen für die Athleten zum Üben, zum Rumbubler. Selbe Maschine. Aber hallo. Hast du heimlich trainiert? Total, jeden Tag. Jeden Tag. 3 Stunden heimlich trainiert. Und, ich glaube, das wird gut. Das wird sehr gut. Das wird sehr gut. Smoke so much about had a heart attack. I woke up in someone's yard. The rascal is back. Los, Beschleunigungsregel. 3, 2, 1, schalt runter. That I dug out my boots and threw out the fanny pack, sold the fan and got my old Harley back, picked up the bike and flew out the cul-de-sac. AC/DC on the jukebox, back and back, got so drunk, I'm singing like a maniac, smoked so much, about had a heart attack. So hang on to your hats. The rascal is back. Freust du dich auf den kommenden Wettkampf? Wird super, wird absolut super. Ist guter Dinge. Total. Nee, aber das wird wirklich super. Ist ja klappt auf dem Aufbau alles top. Das wird echt geil. Bin ich sehr gespannt, wie es am Ende auf dem Video aussehen wird. Guck mal, was wir da machen können. Ein der Zug! Zug. Der Zug! Der Zug hat keine Bremse! My shoulders tracking down some moments back in time. I could have swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north. Dein fetter Bauch habe ich getroffen. Ich muss jetzt was erzählen.
wir sind jetzt fertig mit der Wand, mit der Arena-Wand. Natürlich kommen jetzt noch andere Banner davor, weil wir ein schönes U davor bauen. Das muss ich aber erstmal mitnehmen, oder wir nehmen das mit Justin, nach Siegen / Wenden oben Heid auf dem Bolzplatz. Da bauen wir alles auf und dann bauen wir alles ab nach dem Wettkampf und dann kommen wir hierher und machen einen Wettkampf hier. Wir bauen hier alles auf? Ja, wir bauen hier alles auf, aber es ist schon fast alles aufgebaut. Dann haben wir jetzt entschieden, der DJ steht oben drauf, über dem Eisenbergkopf, macht schöne, lautstarke Heavy-Metal-Musik. Und dann machen wir hier einen fetten Wettkampf. Gibt's einen DJ? Ja. Sehr gut. Dann hatten wir jetzt auch am Wochenende auf dem dritten Erstliga-Wettkampf bei uns im Gym. Netter Kerl hier aus Steinmauern, alles sehr regional. Ja, ich hoffe, die Leute finden das. Ich hoffe, es kommen viele Leute zum Zugucken. Und dann versuchen wir das alles ein bisschen größer aufzuziehen und ein bisschen doller. Er kann nicht schneller. Nein, er kann nicht schneller. Jetzt ist er stecken geblieben. Jetzt ist kommen wir reingejagt. Hey, geht's gut, der Almer ist raus, wenn er geht's gut. Jetzt, ich hab extra Schutz gemacht, da kommt auf. Wie fährt er sich? Das ist ein Maßensalter, der fährt sich nicht gut. Guck mal, was er, guck mal, so. Wie früher die Leute mit dem Mofa, also mit dem Roller. Es fehlt dir Kraft oder Disziplin, kauf dir unser Kreatin. Zweiter Tag ist angebrochen. Wo fahren wir hin? Das Gym. Im Gym werden wir die Banner laden mit dem Stapler. Das wird auch so eine jungfräuliche Aktion, das haben wir noch nie so gemacht. Ich möchte nicht per Hand verladen. Ich habe da so ein Metallgestell gebaut, dass das alles anständig steht und nicht im Bus herumfährt und rumfliegt. Na? Da muss ich mit dem Stapler so eine Drehung machen und das werdet ihr alles später sehen. Nichtsdestotrotz, bis jetzt ist alles gut gelaufen. Die Arena steht zu 50%, weil das Material, was wir mit auf dem Bolzplatz nehmen, das nehmen wir dann abends zurück und stellen es dann in Steinmauern auf. Aber das komplette Equipment, Log, Stones, Conan, Carded Lift Gestell, ist alles schon dort und deswegen bin ich da schon mal ein bisschen ruhiger, weil wir haben geplant, das erst Sonntag in der Früh zu fahren. Aber ich glaube, Justin, das wäre ein bisschen hektisch geworden. Das wäre hektisch, ja. Das ist der zweite Tag. Wir fahren jetzt heute nach Siegen hoch, nach Wenden und bauen dann einen Bolzplatz auf. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Ne? Ob heute auch alles so reibungslos klappt, wenn die Leute fahren im Verkehr. Das sind jetzt die 6 Fässer für den Wettkampf, also für den Atlasstone-Wettkampf bei Money und dann einen Tag später bei uns auf den Steinmauern Classics. Die haben wir von Evermann bekommen. Ist eine wunderschöne Schnapsbrennerei und Whiskybrennerei und alles Mögliche. Die machen so viel. Die machen den Needle Gin, die machen den Evermann Whisky, die machen den Woodstock rum. Na, und die unterstützen uns auch. Und da werdet ihr sehr viel sehen auf der Strongman Villa, im Eisendschungel und. Und die haben uns diese wunderschönen Fässer hier geschickt. Die haben wir jetzt umgebaut, haben wir oben noch 42 mm Multiplexplatte, dann den Tauring rum, dass wenn man gegenschlägt mit dem Stone, dass das so ein bisschen abgedämpft wird. Und da müssen die Athleten die Fässer drauf, die Stones draufladen, nicht die Fässer auf die Fässer, sondern die Stones auf Fässer. Die nehmen wir jetzt mit nach Siegen, die müssen in den Bus. Und das ist das Gestell hier mit den ganzen Bannern. Da sieht man Needle Gin und Woodstock, Spiced Rum. Und da sind alle möglichen Banner von unseren Sponsoren drauf. So, jetzt kommt folgender Trick. Wie verlädt man schwere Kurzhanteln, ohne dass sie im Bus irgendwie rumfliegen oder irgendwas kaputt schlagen? Das zeige ich euch jetzt. Ah ja. Mein Nachbar, brauchst du Hilfe? Meine Hilfe, mein Nachbar. Oh je. So geht's auch, Dennis. Also wir laden jetzt gleich das Gestell mit den Bannern. Dazu kommt
Wir müssen noch die Schecks abholen vom Printshop. Freitag. Hoffentlich hat er nicht zu. Muss mal gucken. Und danach fahren wir noch nach Karlsruhe und holen Pokale ab. Also Justin, das wird alles noch ein bisschen Action. Action, ja, immer Action. Action, Action, ja, Action. Und das sind die T-Shirts, die werden wunderschön. Genau, schmeiß die mal vorne rein. So Justin, jetzt kommt so ein alter Baumarkt-Trick. Der Kunde hat bestellt und man sagt immer, du musst mit einem LKW kommen, dass wir seitlich laden können. Ja, ja, hab ich. Dann kommt der Kunde an und hat einen Sprinter. So, da kannst du nicht laden. Und dann musst du jetzt überlegen, wie machst du das? Wie lädst du das jetzt am besten? Und ich habe mir da diese Strategie ausgedacht. Dann braucht man drin noch das Brett, Marcel, das USB. Das USB. Genau. Und dann schraubst du es hier raus. Dass ich nicht das Brett mit reinziehe. So, der Ihor hat jetzt leider den hauseigenen Stapler vom Vermieter. Und er wollte jetzt gerade seinen Motor einbauen. Jetzt lässt er den gerade mal ab. Guck dir das mal an. Boah! Das Wichtige ist, was ihr vorne mit dem Mast macht. Also es gibt die Funktion, dass man den Mast ganz nach links schiebt. Ich mach das mal vor. Oder nach rechts, diese Funktion. Deswegen gehen wir jetzt komplett nach rechts, dass wenn wir dann ganz knapp eindrehen, ganz knapp an der Karosse vom Bus, und das war dann halt auch früher immer so ein bisschen so, wo die Kunden so ein bisschen so Pipi in die Hosen bekommen haben. Und dann war es, oh, das ist ja super, dass ihr es geladen habt, aber oh, ich habe so Angst um mein Auto gehabt, ne? Aber drin ist drin, wie oben ist oben, ne? Das könnte man eigentlich auf ein T-Shirt drucken. Drin ist drin, oben wie oben, ne? Nein, mach's nicht, Dennis. Kann nicht sein. So hoch. Kann nicht sein. 5-6 cm nehmen wir da unten weg. Kannst du runternehmen, dass man das Band nochmal aufmachen kann? Ja, ja. Wie viel fehlt denn oben? Es geht nur. Es ist nur die Flachlegen. Okay. Tiefer. Stopp. Tiefer. Jetzt könnte es gehen, aber vorsichtig. Ja, warte mal tiefer, lass noch 5 cm. Jetzt geht's. Und jetzt kommt der springende Punkt mit dem Mast. Guck mal. So Marcel, jetzt musst du nur gucken, ob sie gerade in der Flucht steht. Nee, noch nicht, du musst noch weiter rum. Weiter drehen, okay. Weiter. So? Noch ein kleines Stück. So? Noch ein kleines Stück, aber auf dem Rasen dann rein. Gut. Ja. Ja, stopp. Ja, Dennis? Ja. Halt, und dann rausfahren. Hebst du an, quasi ein Stück hier zu dir. Ja. Lass mal hier am Radkasten. Ja, warte. Dennis, stopp! Ja, warum spricht denn keiner, Sam? Warum sieht das der Kameramann und sonst niemand? Du musst ein Stück hoch. Du musst mir jetzt sinken, etwas. Wie viel wiegt so ein Fass? Na jetzt mit der Platte oben drauf und mit dem Gummi und mit allem drum und dran, na vielleicht 65 Kilo. Also wir haben es so gebogen, leer, wie wir es bekommen haben, mit
58. Das war die falsche Karte. Ja, genau. Guck mal, Justin, was Kai mit uns Bus gemacht hat. Guck mal da. Eieiei. Kai, das wird vom Lohn abgezogen, ist dir schon klar, ne? Das ist okay. Dennis. Oh, das ist. Jetzt gehen wir die Urkunden holen. Nein, halt die Schecks von der Eisernen Bank. Und dann, wenn ich Bock habe, fahren wir noch nach Karlsruhe rein. Die Pokale holen. Ja. So, wir hatten gerade ein paar Planänderungen. Ja. Berichte doch mal. Also, die Pokale, die wir bestellt haben, wollten wir jetzt abholen. Und als ich die Pokale bestellt habe, ich muss mich jetzt ein bisschen beruhigen, war der Herr sichtlich durch Wind, sichtlich überfordert. Während ich da die Bestellung gemacht habe, kam ein anderer Kunde rein und hat gesagt, ja, er will seine Pokale abholen. Das waren so große Pokale, Justin. Ja. Und dann stellt er die Pokale hin und dann sagt er, der Name ist falsch geschrieben. Und es war nicht nur so eine Plakette, was auf dem Pokal geklebt wird, es war ein gravierter Pokal. Oh nein. Und dann war es wirklich so 4-5 Sekunden Stille im Raum, bis es beide realisiert haben. Und der eigentliche Ladenbesitzer ist aktuell im Urlaub. Also das war, kam vor, als wäre das ein Kumpel gewesen, der da einfach mitgemacht hat. Habe ich diese drei Pokale bestellt und jetzt wollten wir die abholen und zum Verdruss gucke ich rein, Laden zu. Die haben Freitag den Laden gar nicht erst aufgemacht. Jetzt klingelt das Telefon, es geht weiter, weil es geht auch um die Schecks, die Preisgeldschecks. Gleich warte ich nochmal Money Telefon. Ja? Ja, schönen guten Tag. Ja, pass auf. Wir haben in Wenden Gutscheine bestellt, also beziehungsweise die Preisgeldchecks. Ja. Ja, sobald die fertig sind, würde ich dir eine Nachricht schicken und die Adresse von dem Laden habe ich dir auch schon geschickt. Ja. Kannst du die abholen? Hast du da jemanden, den du da hinschicken kannst? Das ist in Wenden. Das ist in Wenden, ja. Ja, das ist ja 5 Minuten von mir, da fahre ich hin. Deswegen habe ich einen Laden gesucht, der in der Nähe ist. Ja, du schlauer Hengst, Maschallah. So, nee, weil bei uns macht die Druckerei erst wieder um 15 Uhr auf. Ich weiß nicht, wer von 12 Uhr bis 15 Uhr Mittag macht. Dann sind wir jetzt an Karlsruhe vorbeigefahren und habe gesagt, ey, ich habe einen Notfall, ich brauche. Dann sagen die auch, ja, ich habe jetzt erstmal Mittag und danach, ja, ja, tschüss. Dann habe ich jetzt in Wenden gesucht, die angerufen, die sind ganz nett. Geld, also Bargeld bringe ich mit. Wird vielleicht 10, 15, 20 Euro kosten, die 4 Lappen. Ja, ja. Ja. Ja, jo, weil ich habe jetzt gerade Feierabend, deswegen habe ich dir nicht geantwortet. Ich war ja am Knapp. Ja. Ja. Schreibt mir, wenn die fertig sind, hole ich die, fertig. So machen wir das. Und sonst läuft alles. Wir haben alles gepackt, wir sind unterwegs. Alles on point, alles top. Okay. Die machen jetzt gerade den Platz sauber. Ja. Und ich fahre jetzt dahin und jetzt fangen wir gleich an, die Banner aufzuhängen. Das, was ich schon habe. Ich raste aus. Also Manni, wir geben Gas, gell? Guck mal, ich schalte jetzt mal in der Schaltwippe runter. Ja. Jetzt bin ich im 8. Gang. Wann seid ihr denn da? Jetzt bin ich im 7. Gang. Und jetzt im 6. jetzt drücke ich durch. Boah, Beschleunigung. Ich habe hier einen Bus mit Schaltwippen. Geil. Wie bei geil, einem, geil, geil. Wie bei einem Lamborghini. Also leg auf und arbeite was. Ja, wann seid ihr denn da? Ja, Navi sagt 16.35 Uhr. Ja, perfekt. Perfekt. Gell? Bis gleich. Ich küsse deine Augen. Ada Habibi, Lakshu. Das sagt man doch so, küsse deine Augen, oder? Ja, küsse dein Herz. Küss mein Herz, alles klar. Tschüss. Ciao. Okay, tschüss, tschüss. Jetzt muss ich mal was loswerden hier. Ich kann mich jetzt schon wieder künstlich aufregen, das mache ich auch, weil es mir Spaß macht.
So ein bisschen Zorn gehört dazu. Da guckst du in Rastatt und Karls Umgebung, Schande über meine Gegend. Da machen die den kompletten Freitag die Läden immer auf. Und jetzt war ich gerade so in Hektik mit Money, das zu regeln, dass wir da oben die Preischecks bekommen. Und will ihn jetzt später hinschicken, weil ich habe jetzt geguckt, die machen auch um 15 Uhr zu. Und dann sehe ich einfach, dass die morgen einfach noch aufmachen von 10 bis 13 Uhr. Wie kann das sein, dass in so einem kleinen Städtchen die samstags aufmachen und bei uns ist alles dicht? Das verstehe ich nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das, so würde ich gerne auf der Hals drauf stehen. Das war's. Action! Liebe Sportsfreunde, wir sind jetzt auf dem Weg nach Siegen und da ja so viele Eindrücke auf euch hereinprasseln, von Aufbau, Abbau, Umladen, Einladen, Stapler und, setze ich jetzt meinen neuen Hut auf und verabschiede mich von dem ersten Teil des Vlogs, vom verrücktesten Wochenende überhaupt bis jetzt in der Eisenbahngeschichte. Und dann sehen wir uns im zweiten Teil in Siegen bzw. in Wenden auf dem Bolzplatz zum Ausladen, Aufbauen, Durchdrehen, Spaß haben. Deswegen unterstützt uns weiterhin so toll, geht in den Shop, kauft euch was, stößt quasi zur Eisenberg-Gruppe, zur Eisenberg-Familie und dann sage ich au revoir, tschüss und adieu.